Hallo Leute und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Formel 1 2016 und endlich ist es da und mit dabei ist der Milan. Ja, ihr könnt unten einmal unsere Einstellungen sehen. Wir spielen auf, also mit Simulation Faden und Schwierigkeiten Mittel, sieht man, ja. Und ich habe einige Pfeifen an, weil ich das erste Rennspiel ist, das ich generell mal spiele. Und ja, keine Facecam leider, weil ihr gleich sehen werdet, dass in jeder Ecke sich irgendetwas verbirgt. Also es ist schwer, da überhaupt erstmal Platz zu finden. Aber ich würde sagen, wir quatschen nicht lang drum rum, sondern starten direkt ins Rennen. Oh Gott. Jetzt bin ich fertig. Ich hoffe, wir überleben das Qualifying. Ich meine, auf dieser Strecke ist uns ja bisher noch nie irgendwas Blödes passiert. Nein, wir hatten ja nicht schon 13 Aufnahmen. Vor dieser. Mit dieser. Das ist ja, es gab noch nie irgendwelche Pannen und Dreher beim Start. Na, oh, Milan, ich bitte dich. Bei uns doch nicht. Doch gelernte Rennfahrer, oder nicht? Ja, ich würde die neuen Geld mitnehmen, weil. Ja. Kennst du das, wenn die Ideale nämlich schon grün ist und du trotzdem vom Gas gehst, weil du denkst, dass du es nicht schaffst? Ja, die Ideale kann man auch lieben. Ja, das habe ich leider schon oft genug merken. So, und jetzt fahren wir erstmal das Blitz-Qualifying, also nur eine Runde. Das heißt, man hat nur eine Chance, hier eine gute Rundenzeit hinzulegen. Das sieht bisher verkackt an Problems. Gar nicht so schlimm. Das, ach, haben wir noch nicht verkackt. Nein, letzter und vorletzter. Obwohl ich bin nachher das geflogen bin eigentlich. Ich freue mich schon auf die Einführungsrunde. Wir wissen, bei der Einführungsrunde, wenn man auch nur ganz leicht jemanden berührt, dann wird man direkt wieder an den Stall zurückgesetzt und kann er erst mal warten, bis die anderen wieder da sind. Ja. Ohne das Feature. Ich hoffe, das passt doch alles vom Ton her, weil erste Aufnahme von einem Spiel ist immer etwas problematisch mit dem Setup und alles mögliche. Aber ich denke, das sollte soweit passen. Und sonst mache ich passen. Passen. Jetzt zieh durch, Karre. Schon mal Startziel? Ja. What? Der ist A9, der ist aber C. Ah! Ey, du hast die schnellste Runde, guck. Ja, noch. Ich bin auch schon im längsten Ziel. Ich bin 8er und du? Der Erste. What? Ich habe mit Renault richtig Realismus. Ja, du, was hast du für eine. Ich war 33 Sekunden nur, Major. Ich war 2 Sekunden schneller als der Zweite, naja. Das kann Rennen werden, du. Ich kann es hin, du kannst mal. Was? Okay. Ja, wäre ich uns von dir gefallen. Immer ist Hayato und Wehrlein sind schön weit weg. Und Jansen hat auch eine Chance. Perez, ja. Perez, ja. Oder Queer, na gut, der ist ja direkt gestorben. Ach, vielleicht sollte ich mal weiter drücken. Aber wir wollen uns natürlich auch im Laufe, ja, schreib mich nicht an, im Laufe des Projekts verbessern. Du nimmst aber, als ich schon ein bisschen besser bin, als mit Körper ja. Vom Start her. An, deswegen du hast auch mehr Rennspielerfahrung, ne? Also. Ja, ein bisschen problematisch. Bitte, eigentlich, ich warte hier schon. Bist du durch? Ich muss eben mein Setup enden. Mein Setup war ein bisschen falsch. Setup. Ja, okay. Also mein Setup, meine Reifen mit dem Sinn. Mit Setup meinst du Reifen? Oh Gott, das war ich nicht. So, nutzen wir diese Runde. Ich hasse es, man weiß nie wirklich, wann man losfahren muss hier bei der Einführungsrunde. Einfach schon hinter Verstappen einordnen. Und nicht in der ersten Kurve rauffahren. Hatte ich jetzt nicht vor. Jetzt immer. Mach ich ja sonst gern. Ich meine, war. Alter, ich, also, sagen wir so, der Spielstand ist bei mir ziemlich laut, aber das passt schon. Ich mag die einfach. Man kann dann nie wirklich voll Gas gehen. Ja, okay, alles klar, bin Verstappen mit reingefahren. Ich war am Start hier. Ja, ich stehe hier mit Verstappen. Ich bin der Erste, ich sag dir, wo wir gerade sind. Ja, okay. Verstappen und ich warten schon mal auf dich hier, ne? Zieh ich denn? Nee, oder? Wedel. Ah ja, guck mal, ich kann hier mit Vollgas und alle rein preschen. Wumm! Wahrscheinlich werde ich von hinten direkt zerfetzt. Jetzt komm ich, jetzt wird spannend. Als Erster kann entweder richtig weit wegkommen oder wird direkt weggefickt. Eines von beiden wird passieren. Sehen, ist immer da. Alter, Massa ist hinter mir. Scheiße, Massa, nein. Oh. Vielleicht einen Friedensvertrag unterschreiben wollen. Okay, Leute, dann geht's jetzt los hier mit dem Race. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Weil ja, ich was hallo, ey. Verstappen.
Crash. Warum zieht Rosberg? Oh Gott, ich bin einem gerade voll reingefahren. Irgendwie hat es mit den Bremsen nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich bin auch heile halbwegs. Muss ich wieder das Feld von hinten auf. Nein, Perez ist vor. Ich werde von irgendjemandem. Ich werde gerammt. Irgendjemand rammt mich. Ja, langsam bist du. Oh, Alter, ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich in Perez reinfahren habe, deswegen etwas das Lenkrad verrissen. Wer, ey, dieser kleine Dreckskerl, der mir die ganze Zeit reinfährt. Wer ist denn das? Hilfe! Ich hab ihn gleich raus. Magnussen war das. Jetzt ist Renner Gold hier. Alter, Magnussen. Jensen Button ist vor mir. Jetzt bin ich wieder 18. Nur weil da am Anfang so ein kleines, Rumbeldummel. Rakatau. Ein kleines Rakatau war, richtig. Okay, Jensen. Ah, Jensen hole ich mir noch, das sag ich dir. Außer der fährt noch ganz weit nach vorne. Na, wieso? Ich will dir nicht als 18. am Ende über die Linie tuckern. Wenn ich überhaupt das Ziel erreiche. Kann ja passieren, dass wir vorher. Ich bin ja nicht ein kompletter Traktionsbetreiber, ich kann mich ja nur drehen, so scheiße. Hinter mir sind drei hungrige Leute, die gerne die Appetit auf Blechscheiden haben. Ah, ja. Oh nein, Udo Blechschaden ist wieder hinter mir. Udo Blechschaden, Alter, ich sehe schon wieder die Folgen. Udo Blechschaden und. Kaum. Ah, ja, Magnussen ist das da hinter mir. Er ist mein Teammate, Alter. Ja, der Dreckskerl hat eben halt meinen Wagen zerstört. Ja, jetzt halt hält er mal Abstand, oder? Das kann ja mal ganz komisch werden, ne? Nicht mein Teammate abschießen, dann gibt's Stress hier, ne? Dann drehst du um und fährst frontal in mich rein. Da kennst du nichts, ne? Wahrscheinlich auf den ersten, Alter. Das Team Marianne. Jensen, aber ich krieg Jensen nicht. Und mein Teamkollege Eriksson ist da auch. Ich kann ein bisschen konzentrieren. Dass ich den blöden Jensen haben möchte, aber der fährt mir gerade ein bisschen davon hier. Schön, ja, ich auch, lief bei mir gerade auch gut, die eine Curve. Wunderbar gemacht, bist du da. Ich bin, in Jensen-Button. Weiß ich nicht, wie soll ich das hier beschreiben? Oh, ich habe Jensen überholt. Wahrscheinlich habe ich gleich wieder... Spüre ich gleich wieder seinen Frontflügel in meinem Anus, aber ich hoffe mal nicht. Noch mein. Ganz lange im Spreiz. Oh Gott, ich hab gerade beinahe mein Teammate abgeschossen. Abgeschossen, du. Da sag ich still. Vielleicht sonst die doch mit Mercedes ab. Nein. Ja, kann ich doch jetzt hören, wenn die wieder alle aufmucken. Oh, Eriksson, da hab ich die Curve gerade. Gut, ja. Genau. Ja. Die Rennkommissare, Alter, ey, ich hab auch Rennkommissare. Ich komm nicht an Eriksson vorbei, Alter. Sherlock. Sherlock. Sherlock, ja. Ah, Sherlock. Ja, Sherlock, oh! Jensen, will er mich jetzt überholen? Ich glaube, sein Wagen ist schneller. Der ist aktiviert. Eriksson, ich drehe mich, Mama! Oh fuck, ich musste warten, weil sonst die anderen Halunken mich rein. Ich bin 21. Ich bin letzter. Mein Teammate hat mich abgeschossen. Ah! Und Guterres hat mich fast überfahren. Klapp über. Irgendwie eiert mein Rad. Was? Okay, hat sich wieder gefahren. Nein, alles. Mein Wagen ist komplett in Ordnung. Ist noch alles grün, sagt mir das recht. Das heile Ding da. Ja. Das war gerade nur ein leichtes Hoppeln, ne? Rad verloren! Was ist passiert? Och nö, als ob. Och, ich bin einfach auf der Geraden wieder. Virtual Safety Car. Oh! Also mein Wagen stand gerade in der Box und ich bin ausgestiegen. Frage. Geil. Ist, was machen wir jetzt? Ist die Frage. Ich weiter produzieren. Ich kann das ging sehr. Ich kann bei mir willst du Leute nicht gucken, wie ich vorne wegfahre. Ich hab's nicht sehr gespannt für die Zuschauer. Nicht. Wen gibt's denn hier? Den Nico Rosberg. Wo ist der? Ja, setz du in die Mitte, da passiert noch relativ viel Spannendes. Ich weiß ja nicht, wo die Mitte ist. Ja, oh, bei Großjeans. So, dann gucken wir mal, was Großjeans. Die fahren ja alle in einer Reihe der Ideallinien nach. Okay, Leute, also falls ihr jetzt noch dran sein solltet, ne, das wird natürlich alles in den nächsten Folgen besser. Hoffe ich mal. Mit den Fahrskills und sonstigen.
Der folgende Teil des Videos ist nicht für Zuschauer mit Niveau geeignet. Boxen Stop. Stoppi? Ja, war noch niemals in der Box. Ich war noch. In der Folge den Udo Blechschaden klebt mir am Arsch. Mach da ein Bild rein von meinem nackten Arsch? Ja. Du dann verbucht, weißt du? Ja. Nächste. Und rosa Kreis. Nee, die Flasche fehlt nicht. Vier Wasserflaschen habe ich unten. Die gläserne Boxengasse. Die Fans jubeln, die Fans schreien auf. Wenn der Renault vorbei zischt, du, das ist was für die, wenn der Rasenmäher jemand hier kurz von der Strecke abkommt. Ja, war ja noch nicht so weit. Wenn ich jetzt Kiesbett gerutscht, das wäre scheiße. Ja, wenn ich auch noch Kiesbett rutsche an Titel schreiben bin. Ganz großes Kino. Okay. Beeil dich, Mann, ich muss gleich los. Oh Gott, das war schon wieder für eine Lache. Ich hatte schon noch darüber, bitte. Wer sich ja wieder auf P1 vorgekämpft hat. P1 oder P1? Hier schon eins. Achso, hätte ich drauf kaufen können. Ich glaube, der Sponsor, wie ich ihn gerade gesehen habe, war Banco de Brasil! Eieiei! Okay. Das war wieder ein wichtiger Beitrag. Großberg, ganz dünnes Großberg, Eis. Großberg, Großberg ist ein schön. Großberg. Aha. Oh Leute, natürlich für euch dann am Freitag. Freitags um 14 Uhr versuche ich immer die Werder-Pontenlosen zu bringen. Also für die Leute, die es interessiert, ne? Dann wisst ihr schon mal so, an welche Zeiten ihr euch dann so halten könnt. Oh, weiter. Wird's nochmal spannend zwischen Eriksson und Magnussen. Udo Rosberg und mir ist gerade Benno. Ist ja gar nicht Magnussen, denn ist Udo Blechschaden. Hab ich ihn falsch benannt, Entschuldigung. Ja, der heißt so, das sag ich dir. Ja, ein Zweitname. Ja, ja. Der Zweitname ist Udo und der ist, also, ne? Du bist ein Walter Wandknutscher. Ich bin ein Walter Wandknutscher. Genau so läuft er. Walter Wandknutscher. Ja. Ich bin Mr. Rosberg-Bettler. Rosberg-Bettler? Ja, aber bevor ich guck dir ja nicht zu, was deine Eigenschaft da ist. Mr. First Position. Mr. First Position. Oh. Das war wieder ein wichtiger Beitrag von uns beiden. Sachen rauszuschneiden. Muss mir meine Aufnahmen immer ganz angucken, um die zu schneiden. Ja, eben. Du brauchst mindestens 30 Minuten. Richtig. Außer halt da, wo ich noch fahre, da brauche ich ja nicht schnibbeln. Nimmst die Schere und zerschneide meinen Bildschirm. Wir nehmen das Problem und schieben es woanders hin. Was? So, was? Du hast mich Keynes. Nee. Das Keynes, ja. Oh, Alter. Schlechten Sprüche, ey. Ich glaube, nachher können wir auf jeden Fall nichts mehr aufnehmen. Das endet nicht gut. Meine Reifen gehen gerade ein bisschen down parade. Das war mir ein bisschen sorgen. Ja. Bist du gleich im Ziel? Naja, eine Runde. Achso. Ja, dann Bescheid. Ich möchte dann gerne applaudieren. Und dir Blumen zuschmeißen. Falls ich keinen Reifenplatz habe, hast du gerade bekommen. Ich ruck dir mal zu. So, Großdienst, so geht doch weg. Aber 4% bis zu 70. Was? Das könnte allein mal interessant werden, ne? Ja. Ralle Reifen Platzer, ne? Naja, Reifen. Alter, hinter dir ist eine ganze Kolonne. Viva Colonia! Da habe ich gerade ungefähr mein Mikro vom Tisch geschlagen.
Ah ne, wenn ihr rein, du bist ja nicht Ralf Reifenplatz, dann bist du nämlich Felge Schneider. Oh, Mann, nee. Wow! Ey, das ist die Folge der Synonyme, ich sag dir. Ja, du mir auch. Du mir auch, ey. Ja. Anonym Alkoholiker. Oh, da sind sie gerade wieder, du weißt, wer sie hat, da wow! Wow, gut, wo bin ich denn gelandet? Schon gut abgeschnitten, du. Geil. Ich hallo, solider Letzter. Der einzige mit Hitler, Philipp. Schlechteste Runde. Vielleicht sollte ich noch etwas mehr spielen. Vielleicht werde ich dann noch mehr. Ja, Leute, wahrscheinlich habt ihr jetzt nicht allzu viel vom Gameplay gesehen, denn so spannende Sachen sind jetzt nicht passiert. Außer, dass wir Scheiße gelabert haben. Aber an ach, Mann. Okay. Ich hoffe dann natürlich, dass direkt, wenn die Folge soll, im perfekten Fall Dienstag um 14 Uhr kommen. Dann kommt vielleicht die nächste Folge am Donnerstag oder da kommt irgendwas anderes. Auf jeden Fall kommt Donnerstag irgendwas. Hoffe ich, versuche ich zumindest. Und dann geht's Nachbar rein. Und ich hoffe, dann kann auch mein Gameplay etwas mehr überzeugen. Und nicht nur dummes Rumgelaber und sonstige Sachen. Und warum rolle ich das eher eigentlich so? Naja. Willst du noch irgendwas sagen? Vielleicht eine Rede oder so? Nee, ich bin nicht vorbereitet. Ehrlich nicht so, jetzt bist du nervös, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao! Tschüss.